Also mich sorgen nicht so sehr die Feinde der offenen Gesellschaft, die sind ziemlich klar erkennbar, wenn man aufmerksam und mit dem guten, informierten Blick auf die Gesellschaft sieht. Ich halte die Opportunisten, die Situationselastischen für viel gefährlicher, die aus der gesellschaftlichen Mitte kommen und die Feinde unterstützen, indem sie ihre Sprache annehmen, indem sie ihre Programme übernehmen und damit eigentlich die offene Gesellschaft sozusagen von innen heraus zerstören, in Frage stellen und letzten Endes zu dem beitragen, was die Feinde wollen. Was sollen wir tun? Aufmerksam sein, offen bleiben, auch in schwierigen Zeiten, wie wir sie zum Beispiel jetzt erleben. Und die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament haben ja gerade das bewiesen. Es gibt die Feinde, es gibt diejenigen, die die offene Gesellschaft und damit auch ein vereintes Europa abschaffen wollen. Aber es gibt und wachsen offensichtlich, es wachsen nach jene Stimmen, die sehr wohl für die offene Gesellschaft im 21. Jahrhundert unter extrem schwierigen Bedingungen, die wir heute haben, durch die Digitalisierung zum Beispiel, die Popper so nicht voraussehen konnte, aber aus dem Grund es darum geht, Poppers für das 21. Jahrhundert auch zu identifizieren und sie zu unterstützen und ihre Ideen auch kritisch zu überprüfen. Popper spricht ja von der Falsifizierung, was ein für mich ganz wesentliches, sozusagen selbstkritisches Moment ist, in der Gesellschaft, in der offenen Gesellschaft. Das fortzusetzen, glaube ich, das wäre sehr wichtig.